Das Surface Go ist Microsofts kleinstes Surface-Device, zumindest wenn man mal das Surface Duo mit Android außen vor lässt. Dafür bietet es ein vollwertiges Windows 11 samt x86-Plattform. Die Vorgänger haben mir schon gefallen, auch wenn sie nicht die schnellsten waren. Ob sich das mit der dritten Generation ändert? Primär richtet sich das Surface Go natürlich weiterhin an jene, die viel unterwegs sind und nicht auf ein vollwertiges Windows verzichten wollen, ohne ein großes oder schweres Notebook herumschleppen zu müssen. Klar. Super leichte und dünne Ultrabooks gibt es natürlich auch, aber keins kann mit dem Surface Go in puncto Kompaktheit oder Gewicht mithalten. Immerhin reden wir hier von gerade einmal 544 Gramm ohne Type Cover und rund 800 Gramm mit. Dafür ist alles an Bord, was man so braucht. Okay, vielleicht abgesehen von Thunderbolt. Aber sonst ist alles dran. Vielleicht fehlt auch noch ein USB-Typ-A-Anschluss, aber das war's wirklich. Im Inneren gibt es die gewohnte Surface Go-Kost, aber natürlich mit einem kleinen Bump ins Jahr 2021, wobei auch hier ein kleiner Haken ist. Beide Prozessoroptionen basieren noch auf Intels betagtem 14-Nanometer-Prozess, der mit Tiger Lake beerdigt wurde und mittlerweile ja sogar am Desktop abgeschafft wurde. Dafür bieten alle Prozessoroptionen Multithreading, also 4 Threads bei 2 Prozessorkernen. Zur Wahl stehen ein Intel Pentium Gold 6500Y oder ein Core i3 10100Y. Beim RAM hätte ich mir auch ein wenig mehr gewünscht, denn wie gehabt bietet man lediglich 4 oder 8 GB RAM als Option. Und 8 GB sollten in 2021 einfach Standard sein. Gleiches auch beim Speicher. 64 und 128 GB sind als Option verfügbar. Dafür ist der Speicher immerhin per MicroSD-Karte erweiterbar. Okay, aber genug gemeckert direkt zum Einstieg, denn wenn man das Surface Go in die Hand nimmt, vergisst man erstmal vieles davon. Es liegt sehr gut in der Hand, die Verarbeitung ist wie immer bei Surface-Produkten hervorragend. Das Magnesiumgehäuse verspricht wieder eine hohe Strapazierfähigkeit, denn bislang habe ich zumindest bei meinem Surface Pro 3, das ich jetzt seit einigen Jahren nutze, nur oberflächliche Kratzer und das war's. Das Display bietet etwas mehr als Full-HD-Auflösung, was bei dieser Diagonale auch absolut ausreicht. Dazu gibt es Touch und Unterstützung für den Surface Pen. Auch das ein echter Pluspunkt, denn viele andere 10-Zoll-Geräte bieten genau das nicht. Der Surface Pen muss allerdings separat dazu gekauft werden, ebenso das Type-Cover. Über dem Display sitzt dann noch die Webcam inklusive Windows Hello Gesichtserkennung. Der Rahmen ist dafür etwas breiter, aber immerhin von der Notch verschont geblieben. Die Webcam ist auch wirklich gut, das ist eine der großen Stärken vom Surface Go, denn wir haben eine 1080p Webcam, das heißt, wir haben eine sehr hohe Auflösung, es rauscht fast gar nicht bei normalem Tageslicht, ohne extra Beleuchtung dazu. Es wird nicht groß weich gezeichnet, ihr habt keine irgendwie großen Effekte drauf, um irgendwie ein absolut furchtbares Bild zu überdecken, wie es gefühlt 95% aller anderen Notebooks machen. Und wenn ihr viele Videokonferenzen nutzt oder vielen Videokonferenzen teilnehmt, das Surface Go ist definitiv hervorragend dafür geeignet. Generell gefällt mir auch das Display sehr gut, auch wenn es von den Messergebnissen her nicht ganz perfekt ist. 99% sRGB, 75% Adobe RGB sind wirklich gut. Der Kontrast mit 1300:1 auch wirklich top. Aber die Kalibrierung ist halt ziemlich daneben. Die Ausleuchtung ist auch nicht perfekt, weil die Ecken können bis zu 20% abweichen. Und das ist natürlich jetzt nicht optimal, weil, ja, wenn man das eben wirklich auch sehen kann mit dem bloßen Auge. Aber wenn es auf maximale Helligkeit ist, erreicht es über 400 Nit und damit ist es auch in Außenbereichen gut nutzbar, also selbst eben bei Tageslicht in sehr hellen Umgebungen. Der Kickstand auf der Rückseite ist soweit unverändert, aber die Mechanik war schon vorher so gut, was soll man da groß anpassen? Es lässt sich einfach im Winkel verstellen, ohne dass es bei falscher Berührung gleich den Winkel von selbst ändert. Es steht außerdem generell sehr sicher auf dem Tisch. Schoßbetrieb ist allerdings, zumindest mit Type-Cover, wie schon vorher ein wenig, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber es geht. Was das Surface Go ausmacht, ist aber dann natürlich vor allem die Portabilität und hier gibt es auch wirklich nichts zu meckern. Es passt in jeden Rucksack, in jede Tasche, einige Jackentaschen passt es sogar rein und ja, das ist wirklich der große Pluspunkt daran. Man kann es dabei haben, ohne dass es stört, ohne dass man es überhaupt bemerkt im Rucksack, bis man es dann braucht. Natürlich kann man es dann auch leichter verlieren, ohne es zu bemerken, aber irgendwas ist ja immer. Was bei dem super kompakten Paket dann wenig stört, ist dieser eine einzelne USB-Type-C-Anschluss neben dem Surface-Connector. Für etwaige Peripherie muss man dann gegebenenfalls also einen Dongle mitnehmen. Und ja, das ist einfach ein Teil, das kann man vergessen irgendwo, das kann man irgendwo liegen lassen, das kann kaputt gehen. Bin ich immer noch kein großer Fan von, aber zum Glück sitzt ja immer mehr auf USB Type-C. Wo wir beim Thema unterwegs sind, der Akku. Den ziehe ich deswegen mal so ein bisschen nach vorne und der misst 28 Wattstunden und mit den energiesparenden Prozessoren hier drin spricht das ja erstmal für eine hohe Laufzeit. Je nach Nutzung kam ich aber nur auf etwa 6 bis 7 Stunden mit Wi-Fi, Bluetooth aktiv, Displayhelligkeit irgendwo um die 50%, was in Innenräumen voll ausreicht. Ja. Primär habe ich Edge als Browser benutzt, der in Kombination mit Windows 11 noch am sparsamsten agiert.
Mit Chrome ist die Akkulaufzeit sogar noch mal geringer. Achtet man wenig auf die Energieoptimierung, stellt unbenutzte Dienste aus und so weiter, schafft man auch mal 8 Stunden, vielleicht sogar 9 Stunden mit Ach und Krach. Aber die 11 Stunden von Microsoft sind wirklich nur unter absoluten Optimalbedingungen möglich. Heißt dann auch ohne WLAN, ohne Bluetooth und so weiter. Das ist alles, naja, in Ordnung. Aber eigentlich im Vergleich mit anderen Geräten, ja, nicht mehr so gut. Selbst der Vorgänger, das Surface Go 2, hat längere Akkulaufzeiten erreicht. Also, ja. Der Haken ist halt einfach, das Surface Go 3 ist untermotorisiert. Dadurch muss die CPU selbst bei einfachen Tasks oft das volle Powerbudget ausnutzen und leert den Akku dann entsprechend schneller. Stärkere CPUs würden auf dem Papier zwar mehr Leistung dafür benötigen, erledigen den Task aber deutlich schneller und können wieder in ihren Idle-Status zurückkehren, der kaum noch Energie benötigt. Als stark vereinfachtes Beispiel ist ein bisschen Milchmädchenrechnung, aber unser Blender-Benchmark benötigt auf dem Surface Go 3 knapp 2 Stunden, um ihn zu beenden. Das Realme Book mit einem Core i5-1135G7 benötigt nur 25 Minuten. Dabei benötigt der Core i5 um die 23 Watt, während das Surface Go bei 6 Watt liegt. Das Surface Go benötigt also rund ein Viertel der Energie, Pi mal Daumen. Dafür dauert der Vorgang aber fast 5-mal so lang. Unterm Strich ist das Surface Go hier also ineffizienter, trotz Stromspart-CPU und so weiter. Natürlich ist Blender ein Extrembeispiel, um das zu unterstreichen, um das ein bisschen mehr deutlicher zu machen. Aber ja, das muss ich hier ganz klar dazu sagen. Aber das ist generell das Kernproblem beim Surface Go 3. Schon relativ einfache Tasks können eine Hürde sein und dauern dadurch einfach länger. Klar, mit Office, Internetbrowsen und so weiter, alles gar kein Problem. Aber da alles darüber hinaus kann dann schon mal eine Gesenksekunde brauchen. Noch ein Beispiel in der Hinsicht, Windows Updates. Normalerweise, wenn man es angesteckt lässt, versucht es das irgendwie über Nacht einzuspielen, dass man noch neu starten muss. Aber wenn das Update im Hintergrund läuft, wenn man es gerade benutzen will und das restliche Notebook ist einfach kaum noch benutzbar, weil die ganze Energie, die ganze Leistung in die Updates läuft, das ist wirklich nervig. Und da hätte ich mir einfach deutlich mehr erhofft in der dritten Generation, eben, dass man auf moderne Tiger Lake-Architektur setzt. Und ja, das Surface Go ist dabei passiv gekühlt, aber das rettet es am Ende halt auch nicht, wenn man dann von der Arbeitsgeschwindigkeit wirklich genervt ist. Also da habe ich lieber ein leichtes Lüfterrauschen neben mir, als wenn ich auf alles warten muss, was ich so anklicke. Wer also noch die zweite Generation nutzt, ihr braucht gar nicht upgraden, braucht ihr gar nicht drüber nachdenken. Die erste Generation selbst dann, ja, das Display ist ein bisschen besser geworden, aber preislich landet man mit Typecover und Pen dann auch schnell wieder bei 800 Euro und mehr. Und ja, dafür kriegt man teilweise schon ein Surface Pro, wenn es gerade irgendwie im Angebot ist. Und ja, ich war lange Zeit Fan der Surface Go-Reihe. Die erste Generation habe ich sogar noch hier, nutze ich regelmäßig noch auf der Couch oder so zum Surfen. Aber ja, nach 3 Generationen ist es einfach Zeit, man muss die Hardware erneuern. Und ja, wenn du digitales Notizbuch mit Stift suchst, dass man auch mal ein Foto bearbeiten kann, kauft euch lieber ein iPad. Nur wenn ihr wirklich nicht auf Windows verzichten wollt, ist das Surface Go noch eine Option. Dann aber definitiv Core i3 8 GB. Vorhin beim Thema Videotelefonie ganz vergessen, die Lautsprecher. Die sind okay. Für Videotelefonate oder Anrufe generell reicht es völlig aus. Für eine Serie oder für ein YouTube-Video ebenfalls. Musik, ne, besser nicht. Dafür sind sie nicht laut genug, dafür ist einfach nicht genug Breite da. Also das ist wirklich nicht besonders gut. Wenn euch das wichtig ist, Surface Pro 8, unser Test kommt dazu auch bald, ist da wirklich dramatisch besser. Also generell, es ist immer noch ein gutes Office-Device, gerade wenn man viel telefoniert. Es unterstützt mehrere Displays, ihr könnt damit eigentlich alles an Office-Tools nutzen, aber ansonsten ist es halt relativ schnell überfordert mit ja, ein bisschen anspruchsvolleren Tasks. Vielleicht bringt Microsoft hier mit der SE-Version von Windows 11 noch ein bisschen Besserung. Die wurde ja gerade vorgestellt und richtet sich direkt an Schüler und eben langsamere Devices. Vielleicht haben sie da also auch ein paar tolle Optimierungen reingesteckt, dass eben dann ein Device wie das Surface Go auch deutlich besser läuft. Bis dahin sollte man sich aber lieber vorher überlegen, ob man dann noch neue Tabs oder Tools im Hintergrund öffnet, wenn man eben mit einem Surface Go 3 unterwegs ist. Ja, wie ihr seht, allzu positiv angetan war ich jetzt nicht vom Surface Go 3, was einfach daran liegt, dass Microsoft, finde ich, zu wenig getan hat gegenüber der Vorgängergeneration. Es ist zu wenig. Es kostet in einer brauchbaren Version zu viel dafür, was man verlangt, und die Vorgängergeneration ist einfach teilweise besser. Also, ja, Surface Go 3, sorry Microsoft, das war jetzt nicht wirklich eine tolle Neuvorstellung. Aber vielleicht seht ihr das da draußen auch ganz anders, deswegen, wenn ihr dazu irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Fragen oder so, dann ab unten in die Kommentare. Und ansonsten gerne ein Abo dalassen, ein Like dalassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.